Hi, ich bin Erik und heute geht es um Mythen zu einem Lieblingsgetränk der Deutschen. Kaffee. Mythos Nummer 1. Kaffee entwässert den Körper. Stimmt nicht. Kaffee entzieht dem Körper kein Wasser, kann aber kurzfristig harntreibend wirken, sodass wir durch häufiges Toilettengehen überdurchschnittlich viel Flüssigkeit verlieren. Deshalb schadet es nicht, wenn du zu jeder Tasse Kaffee auch ein Glas Wasser trinkst. Allerdings hemmt Kaffee die Eisenaufnahme im Körper. Und bei Eisenmangel kann es zu Abgeschlagenheit, anhaltender Müdigkeit und Antriebslosigkeit kommen. Mythos Nummer 2. Kaffee steigert die Leistungsfähigkeit. Stimmt. Durch das Koffein kann nachweislich Wachheit, Konzentration, Aufmerksamkeit und Stimmung für kurze Zeit verbessert werden. Mythos Nummer 3. Das Kaffeelimit ist Gewöhnungssache. Stimmt. Wer jeden Tag viel Kaffee trinkt, verträgt irgendwann mehr davon. Mehr als 3 bis 4 Tassen am Tag sollten es besser nicht sein. Bevorzugt sollte es dann Filterkaffee sein, da durch das Aufbrühen im Papierfilter Inhaltsstoffe wie Kaffestol und Caveol hängen bleiben. Diese sollen den Spiegel des schädlichen LDL-Cholesterins im Blut erhöhen, weswegen Menschen mit schlechten Cholesterinwerten eher zu Filterkaffee greifen sollten. Du siehst, wie so oft gilt, die Menge ist entscheidend. Auch bei Kaffee. Daher genieße ihn, jedoch in Maßen.